Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Runde Let's Watch World of Tanks. Ich habe ein neues Gastreplay bekommen vom Jensefleisch mal wieder. Er ist zusammen im Platoon mit dem Kinderriegel und dem Namkrio. Stufe 10, Runde auf Westfield. Er hat sein IR-7 zusammen mit dem AMX-50B und T-57 Heavy, zwei Autoloader. Ich kenne die Runde noch nicht und lass mich einfach mal überraschen. Ich bin toll. Ich bin ein Wunder. Bruce Willis ist auch wieder dabei. Ich bin wieder zurück auf dem Odin Mortis Modpack, solange es noch unterstützt wird. Ich habe Bruce einfach so sehr vermisst. Die beiden Autoloader gehen über die Mitte, so ein bisschen die Hügelreihe der Heavy Line. Der Jensefleisch fährt über die linke Seite. Ui, da wurde schon einiges aufgedeckt. T-34, T-34 und so weiter und so fort. Wird schon wild. Ach du Heilige, du ahnst es nicht. Haben sich schnell mal den AMX-50B rausgefokust. Das ging jetzt mal schnell. Oh nein, was mache ich denn? Natürlich jetzt so eine, ja, hab ich dich mit dem falschen Fuß erwischt? Schwierige Position dort, aber es ist keine Arti, daher kann man das machen, aber es ist halt auch keine Arti Unterstützung. Die haben da einiges mit Turmpanzer. Ja, jetzt ist der IS-3 auch noch am Weg, sehr geil. Wenn ich hinter einem Fahrzeug bin, dann blockiere ich es nicht, dann versuche ich Platz zu machen, weil er versucht ja gerade irgendwo vorm Gegner zu fliehen. So, das hat geklappt. Hat der Namco als Unterstützung dort, Support und... Ja, da müssen wir aufpassen. Schwen-TD dort. Nicht seitlich. Nicht, dass es dir jetzt in den Hals reinregnet. Schöner Snapshot. Ja, für die sehr Geier. Geil. Schon mal einer weg dort. Jetzt hauen die beiden Autoloader ab. Ich weiß nicht, ob die nachladen müssen, aber dadurch lassen die natürlich die Heavy Line jetzt fallen. Du kannst nicht kämpfen und du bist als Jungfrau gestorben. Das ist hart. Da ist ein Emil noch. Und der Schweden-TD. Okay, kommt er da ran? Jawohl. Hilfe! Hilfe! Schönes Ding. Das war schon mal wichtig, dass die Leute dort nicht flankiert werden, wenn sie zurückfahren. Durch den Hals und zum Arsch wieder raus. Er wollte sich auch nicht wehren. Er war gerade wahrscheinlich eingeaimt auf irgendwas. Okay, jetzt heißt es aber die Captain. Metall da. 100% noch. Oh, jetzt nicht mehr. Er will ihn überraschen. Was für ein kranker Hurensohn hebt denn feuchte Fäkalien aus in der Hand als die Kacke auf. Sehr gut. Dach. Kein Schaden erlitten, nur ein bisschen die Kette. Das ist erstmal egal. Genau in die Kronjuwelen. TVP, der erste von beiden. Immer noch einer im Cap. Hat sie erst drei erwischt. Ui. Ja, gut. Nice.
Und? Ich reiß dir das Auge aus und piss dir ins Hirn, du Alien-Wichskopf. Ich gedacht, der rammt ihn. Das wäre nice geworden. Dreh dich mit der Wanne, geht schneller. Frag Hunter. Nein, nur Spaß. Also wieder 3 gegen 3. Harter Kampf hier. Erster Bouncer TVP. Zwischenzeitlich die Überlegung auf VE zu schalten, dann aber doch sein gelassen. Jetzt die Frage, wo ist der Gegner? Da ist der 30B, das heißt, er kann schon mal nicht mehr spotten für den TVP oder den CDC. Richtung, von der Richtung kam der Schuss vom TVP, also wird der dort eventuell sein. Da ist der 30B. Das war der T-34. Wir liegen 900 HP zurück. Das ist nicht so viel. Gerade wenn man noch einen Autoloader im Spiel hat. Aber der TVP von denen hat ja auch 3 Schuss. Von daher mal abwarten. Bisher 3,677 auf der Uhr. Der Spotted Damage. Da haben wir den CDC. Das ist ja auch aufgedeckt. Ist der AFK? Arschtritte geben ist seliger als Arschtritte nehmen. Der ist AFK. What the fuck? Ah, jetzt der 30B von der Seite. Mist. Was ist los? Hast du Sand in der Möse? Aber gut, Free Damage, ein voller CDC. Da ist der TVP. Wäre deine Mom ein paar Cent billiger gewesen, wäre ich dein Daddy. Ah, und da kommt der 30B von hinten. Okay, ganz ruhig vorhalten. Wie schmeckt euch Glück mein ab. Schwengel? King of Sack. Der muss jetzt raus, der 30B, und dann der TVP. Da ist er. Auto-Aim und... Es lebe nice. Der K.O., du Hurensohn. Manchmal muss man einfach auch das Glück erzwingen, manchmal muss man einfach auch das Glück haben. Er ist der Bouncer mit Gold. Daneben. Ganz ruhig vorhalten. Nein. Da hat er das Glück nicht. Die Uhr tickt, Jensefleisch. AP alle leer, deswegen jetzt
Gold. Man könnte auch mit HE machen. Einfach um den Cap zu resetten. Was für ein kranker Hurensohn hebt denn feuchte Fäkalien auf? So, jetzt hat er wieder ein bisschen Zeit sich erkauft, sag ich mal. Das ist jetzt nicht so gut, was der PvP macht. Unvermeidlich im Foulspiel. Was ist los? Hat er vier Schuss sogar? Hatte der nicht drei? Oder habe ich jetzt mich total verpeilt beim Zählen? Schön angetäuscht. Und? Und nach mir kommt lange nichts. Luckshot. Aber gut, gehört auch dazu. Auto-Aim und abgedrückt. Hat gepasst. Ja, echt nette Runde. Muss man dazu sagen. Nochmal an unbewegten Bildern das Ganze. Die Redley Volta, weil er hat über 8 Kills gemacht. Panzerass, Krieger, Großkaliber, alles dabei. 7500 Schaden, das ist schon eine Hausnummer. 9 Kills. Hat einfach mal alles gepasst, super gemacht. Auch gutes Teamplay, leider wurde am Anfang der dritte Mann rausgefokust. Das kann aber jedem passieren, also da muss man sich jetzt nicht irgendwie... 33.000 Credits plus gemacht. Und 21 Schüsse abgegeben, davon 19 getroffen. Also absolut gute Runde, trotz auch mit Russenkanone. Kann ich nur gratulieren, Jensefleisch. Wenn euch das gefallen hat, gerne ein Like, gebt gerne einen Kommentar, wenn ihr irgendwo eine Meinung habt oder irgendwas darüber diskutieren, reden wollt. Immer gerne und bis dahin, ich wünsche euch viel Erfolg auf dem Schlachtfeld.